Infernum, komm. Runeraker. Geben Sie hier bitte Ihre E-Mail-Adresse ein. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, meine lieben Freunde. Wie es heißt, Dragon's Prophet. Und wir, es ist ein Online-RPG, ein Fantasy-Online-RPG. Ich hoffe, die Musik ist gerade nicht so laut. Ich logge mich kurz ein, wir sehen uns gleich wieder, dann erkläre ich alles. Ja, und da sind wir. Ich kann die Musik jetzt gar nicht leiser stellen. Deswegen, wir gehen mal hier auf Erstellen. Oh mein Gott. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ja, wir sind bei Dragon's Prophet, ein neues Let's Play, was jetzt am Wochenende mal rauskommen wird. Minecraft wird mit dem Erscheinen dieses Let's Plays jetzt endgültig wieder zum Voll-Let's Play werden. League of Legends wird hiermit abgesagt als Let's Play. Das wird alles nochmal erwähnt in meinem Kanal und auch auf Facebook werde ich nochmal zu sagen. Ja, und ich dachte mir, ich hätte endlich mal wieder was mit Kampf, Kraft, Sieg und was weiß ich nicht zocken. Und darum spielen wir mal das erste Mal auf meinem Kanal ein Open-World-Game. Und ja, weil ich gerade keins zur Hand habe, was ich spielen wollte, ich habe nur die ganze The Elder Scrolls Reihe, die habe ich aber irgendwie keinen Bock zu Let's Playen. Und es hat noch einen anderen Grund, aber dazu kommen wir später. Ja, und darum gehen wir jetzt hier auf das. Ich werde alle Texte vorlesen, ich werde auf viele Dinge eingehen in Let's Play, wir haben genug Zeit, es ist jetzt auch keine feste Zeit festgelegt, wie lange wir das Let's Play führen, ist ja ein endloses Spiel. Ich habe mich, habe es mir gestern runtergeladen, habe mich eine halbe Stunde eingefunden. Die ersten Tipps und Tricks habe ich von einem sehr netten, sehr starken Spieler bekommen. Und damit werden wir jetzt erstmal starten. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Waffenmeister. Waffenmeister sind schwer bewaffnete Nahkämpfer, die im Umgang mit einer Vielzahl von Waffen beherrschen. Ihr kühnes Angriffsarsenal umfasst Stoßangriffe und gnadenlose Hiebe, die jeden Gegner überwältigen können. Durch zahlreiche Kämpfe und Schlachten sind sie zäh und widerstandsfähig geworden. Und trotz... Was? Ach, trotzen. Und trotzen unerschrocken den Gefahren der Front. Waffenmeister führen Einhand- oder Zweihandwaffen und können eine Einhandwaffe mit einem Schild ergänzen. Das ist also der typische Krieger. Windläufer. Windläufer sind außerordentlich gute Schützen, die ihre Feinde bevorzugt aus der Distanz angreifen. Ihre fast schon unheimliche Geschwindigkeit und ihre scharfen Sinne erlauben es ihnen, vor dem Gegner zuzuschlagen. Und zwar mit tödlicher Präzision. Durch ihre hervorragende Positionierung und Wendigkeit können sie selbst den zähesten Aggressor besiegen. Aggressor. Ein paar Namen hier. Windläufer setzen ein Arsenal aus Fernwaffen ein. Darunter Schussklingen und Bögen. Ja, das wäre dann der typische Bogenschütze. Dann haben wir das Orakel. Das habe ich mir noch gar nicht durchgelesen. Orakel sind spirituelle Anhänger der Drachendisziplin, die über große Kampfkraft verfügen und mystische Energie nutzen. Sie folgen treu den Weisungen ihrer Drachen an und sterben danach. Streben danach. Ups, also, naja, sterben sonst irgendwann auch. Zur perfekten Verkörperung ihrer Ideale zu... Boah, jetzt reicht's aber. Zur perfekten Verkörperung ihrer Ideale zu werden. Obwohl sie nur leichte Rüstung tragen, verfügen sie dank ihrer magischen Fähigkeit über eine gute Verteidigung und die Fähigkeit, sich immer wieder zu verjüngern. Das ist doch mal ein cooles. Darf man nicht, muss man aufpassen, nicht, dass man dann als Baby da steht. Orakel führen die gefürchtete Kolossusens oder einen magischen Talisman als Waffe. Ja, dankeschön. Also, naja, wie sollte man Orakel beschreiben? Nicht wirklich Magier, sondern eher so die Typen, die ganz oben auf dem verschneiten Berg stehen und denken, sie wären was Besonderes. Irgendwie sowas. Ja, und dann haben wir ja noch den Zauberer, Elementarmächte rufen können, um ihre Gegner zu finden. Hä, was ist das? Achso, ich bin hab runtergescrollt. Zauberer sind arkane Meister der Drachenbeschwörung, die zerstörerische Elementarmächte rufen können, um ihre Gegner zu vernichten. Sie kanalisieren das Urgewebe der Natur, um feurigen Tod auf einem Feind herabregnen zu lassen oder sich durch eine Barriere aus Erde zu schützen. Vielseitig und voraussichtig sind ihre größten Stärken im Kampf. Moment, wo war ich? Sie passen ihren Kampfstil an, um Schwächen ihrer Gegner erbarmungslos auszunutzen. Zauberer führen Zauber und Kampfstäbe. Doch ihre wahre Waffe ist ihre unvergleichliche Angriffsmagie. Tja, das alles gibt es ja nochmal in männlich und in weiblich. Ich nehme mal die weiblichen Skins von allen. Tada! Ja, und wen nehmen wir jetzt? Ich denke mal, ich werde zum Nahkampf übergehen.
Ja, so das typische Haut-Drauf-Männchen. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Warum nicht? Ihr werdet nachher noch sehen, warum. So, dann designen wir mal unseren Charakter hier. Die Hautfarbe. Oh, sieht alles mega unnatürlich aus. Ich nehme mal das da. Augenfarbe. Das sieht geil aus. Okay. Mund nehmen wir. Ja, die erste Folge wird ein bisschen länger. Wir machen es auch so, wir haben normalerweise Sonntag den festen Tag, also wie damals das Zocken am Sonntag. Aber wenn wir mehr wenn mehr aufgenommen wird, dann dann wird es halt mehr ausgestrahlt, je nachdem. Also wenn, dann geht es auf Samstag noch über. Jawohl. Kann ich irgendwie... Ach, hier oben... Ach, hier gibt es ja noch mehr Optionen. Die kannte ich noch gar nicht. Ach so. Ich habe ja schon einen Testcharakter erstellt gehabt. Gut, dann machen wir das so. Kopfgröße kann eigentlich bleiben. Körpermaße. Na komm, wir machen das mal ein bisschen größer. So, Schulterbreite kann ruhig auch ein bisschen angepasst werden. Bisschen nach vorne. Na, die Schulterhöhe ist eigentlich ganz okay. Nicht witzig. Ja, das ist eigentlich... Ja. Oh mein Gott, nein, das ist nichts für mich. Achso, ich habe das jetzt auf Englisch. Ich habe früher nie verstanden, was das... Ich könnte mir das hier gerade so irgendwie übersetzen. Okay, jetzt haben wir einen... Ah, so zoomt man also aufs Gesicht. Alles klar. Kalt und erfahren, das sieht doch schon mal okay aus. Ein fröhliches Gesicht ist aber auch cool. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Was ist das? Machen wir es erstmal so, die Haare. Okay, das Gesicht passt doch nicht. Oh mein Gott. Nehmen wir vielleicht auch das. Okay, Moment. Das sieht gerade ein bisschen komisch alles aus, aber okay. Mir das schon fast am besten gefällt. Ach so, das sind festgelegte Styles. Nee, okay. Das will ich jetzt nicht haben. Was haben wir denn hier noch? Stirnwinkel. Hohe Stirn. Okay. Oh mein Gott. Ich entstelle dieses Geschöpf. Nennt mich Hulk.
Dragon. Achso, das ist die Höhe. Nee. Braun dicke? Hä? Naja, okay. Das ist... Oh ja, man hat ja seinen Spaß. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ich habe jetzt die ganzen Optionen gar nicht gekannt. Hätte ich das gekannt, hätte ich mir irgendwas zurechtgelegt. Augentiefe, Augenlidhöhe. Was ist das denn? Ja gut, okay. Na, so bin ich ja auch ganz zufrieden. Mund. Ist eigentlich ganz cool. Ah, okay. Verstehe. Hab ich das soweit? Okay. Okay. Und dann haben wir noch, das ist mir wirklich eigentlich egal, ich will noch mal ganz kurz zum Kopf schreiten, nee, zum Hahn wollte ich noch mal schreiten. Achso, Hahn. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ach stimmt, es gab auch noch mehr verschiedene Styles. Ach Moment. Da war ja auch noch was. Und zwar nehmen wir, wir haben hier noch das hier, das war immer natürlich rum. Wir haben hier den Style, wir haben hier den Style und wir haben den Style. Ich bevorzuge den dritten Style, sieht irgendwie elegant aus. Aber die Haare wollte ich so nicht lassen jetzt. Das war jetzt... Ich wollte die Haarfarbe eigentlich ändern. Gibt es da keine anderen Farben? Lass mal so. Okay, fertigstellen. Gib den Charakter ein, Gut, machen wir es so. Nein, nicht so. Geht das? Ja, also. Gut, da haben wir natürlich unsere Startklamotten an. Und jetzt müssen wir Doppelklick machen. Und dann geht's ab. Ihr seht schon, mein ersten Charakter hatte ich auch so einen. Ja, gut, das war dann jetzt das Einschulungstutorial. Während des zweiten Drachenkriegs nutzten Kronos und die Shax die Kunst der Alchemie, um untote Drachen zu erschaffen. Diese waren dann untot und nicht ganz lebendig, erzählt man sich. Ladebalken, Ladebalken, super sexy Ladebalken. Tim, tim, tim. Ja, wir sehen ein Schiff und noch ein Schiff und hören Musik, die ich gleich mal umstellen muss. Aber wir werden gleich erst bei einem Tutorial reingehen. Oh, jetzt muss ich ruhig sein. I pledged myself to this realm. All I received in return was shame and disgrace. Oratia has betrayed me. And for its treachery, it will be consumed by the fiery claws of death. Everyone will pay the price for their ignorance. Ja, das war ein großer böser Drache. Und wir sind... Oh mein Gott, wo sind wir? Hey, you. Hey, on your feet. It's good to see you can still stand on your own.
Ich liege, ich stehe nicht. Ist Zombies? Nein, keine Zombies. So, wir können jetzt laufen, ihr seht das schon. Hier, man kann hier auch. So. Und da ich mich schon ein bisschen eingelebt habe, mache ich gleich mal was. Ja, wo ging das? Moment. Das war's auch nicht. Ah, ich gehe einfach raus, wird mir schon wieder erklärt. So, mit Doppel-W können wir sprinten. Und da sind wir auch schon. Zombies, sie sind wahrscheinlich unbarmherzig. Nein, wirklich, die bösen Horden der Zombies sind unbarmherzig. Wer hätte gedacht, wirklich. Okay, erledige 6 Namen-Zombies, da sind wir schon. Und go! Wir können hier nach einer gewissen Zeit brutal zuschlagen. Ihr seht das schon, nachdem wir ein paar Hits gemacht haben, können wir einen brutalen Schlag machen und machen extra Damage. Da haben wir den zweiten gekillt. Oder wir können auch einen Doppelsprung machen. So. Und wir können auch die Beute aufsammeln mit F. Wenn wir dann nochmal F drücken, dann kriegen wir die Beute sofort. Hier ist auch noch ein Zombie. Die lassen nicht so oft was Sinnvolles fallen. Die Zombies, habe ich so das Gefühl, sind halt die ersten Gegner. Und mit C skillen wir unsere Punkte jetzt mal. Ich skill jetzt einfach mal an Anfang in Stärke, da ich mich noch nicht so gut auskenne mit den Skillsystemen. Und wir begeben uns mal weiter. Drücken 2 nacheinander leer und den zweiten höheren Sprung. Das weiß ich ja schon. Ah, Mann, das weiß ich alles. Ja, okay. Ha, so. Die Zombies haben wir dann erledigt bis jetzt. Ah, das war der letzte. Alles klar. Und da kommen... da kommt was Großes. Man muss jetzt natürlich sagen, die Grafik ist nicht so berauschend, aber für ein Online-Game, das Free-to-Play ist, ist eigentlich ziemlich geil. Erledigt 3 Grünschleimdrachen. Go, go! Jump, 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 jump. Ihr seht schon, die machen uns eigentlich keinen Schaden. Das sind halt die so Tutorial-Gegner, die man ziemlich leicht besiegen kann. Da ist der erste Tod. Wäre es natürlich cool, wär, wenn die Leute sich ein bisschen Hilfe machen würden. Aber ist auch nicht so schlimm. Haben die echt Loot? Ne, die haben keinen Loot, schade eigentlich. Und da ist der dritte. So. Also jetzt schon, ich mache einen Doppelsprung nach oben und dann haue ich mit der rechten Maustaste, ne, mit der linken, ne, doch mit der rechten Maustaste. Haue ich einmal nach unten und dadurch schlägt man halt auf den Gegner so auf und fügt ihm schon mal einen Angriff massiv Schaden zu. Finde ich eigentlich ganz geil. Kann man auch als vernichtenden Schlag machen. Ihr habt Level 3 erreicht. Na dann. Auf gegen den Drachen. Zum Glück kämpfen so viele gegen den. Ihr habt mächtige Kombo-Skills gemeistert. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Während wir... Ach, mit K gegen das, siehst du? Und zwar können wir jetzt hier unsere Kombo-Skills sehen. Zum Beispiel haben wir den vernichtenden Schlag. Den lege ich mir jetzt mal auf die 1. Dann haben wir... Was haben wir noch so? Also sonst haben wir noch nichts gelernt. Wir werden im Laufe der Zeit ziemlich schnell Kombos lernen, das werdet ihr noch sehen. Das kann ich zum Beispiel auf der... ...1 immer den vernichtenden Schlag machen. Das ist nichts Spannendes, kann man eigentlich auch da drüben, ist jetzt da drüben habe ich das auch alles. Ich werde mir dann später andere Kombos noch auf den auf die Tasten legen. Wir werden innerhalb der ersten 10 Level, die ziemlich schnell zu erreichen sind, eine Menge neue Level, neue Attacken lernen. Ich glaube, mit jedem Level lernt man eine neue Attacke. Ist ziemlich geil. So, und go! Ihr habt Level 4 erreicht. Das war eine fierce battle. I can tell you're a Skyhammer Warrior by your technique, even though you're injured. Wait. You don't recognize me. I think you may have lost your memory from hitting your head when you fell. In fact, a number of strange things begin to occur after you fell. All signs point to you being involved.
have business that requires attention in Arboran. You should get to the bottom of what's causing this corruption. Search around, and maybe you'll find some clues. We have to keep these innocent people out of harm's way. I'm confident you'll succeed. Until we meet again. Ja, das war's dann. Wir sind anscheinend eine Figur, die in was sage ich? Die ja, keine Ahnung. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir sind anscheinend einer großen Schlacht gefallen und sind dabei ja, haben dabei aufs Maul gekriegt und haben unsere Erinnerungen verloren. Und ja, ich sehe da was. Es ist blau, sieht männlich aus, heißt Wolke LP und weiß nicht, kann der Wolke LP mich da hören? Natürlich kann ich dich hören. Oh, was für ein seltsamer Zufall, dass du ausgerechnet mit mir sprechen kannst und kein anderer hier das kann. ja, such mich mal. Ja. Ich dachte, du kommst hier direkt neben mir vielleicht gespawnt oder so. Bin ich doch. Aber nein. Bist du, Assis, ja. Ich kann nicht mitbekommen hier. War nämlich so vertieft hier in das ganze Inventarzeug und Einstellungen und... Ja, ja, da kann ich dir gleich noch mehr was erzählen. Und weißt Nary mehr? Ja, okay. Alles klar, gut. Alles klar. Ja, jetzt wisst ihr auch... Dann warst du auch die Person, die mich angegriffen hat, oder? Nee? Ich hab dich angegriffen? Also so auf mich draufgeschlagen, meine ich. Ach so, ja, da habe ich gerade meine Startquest gemacht. Da habe ich gegen so ein Vieh gekämpft. Ja, ich habe deswegen auch der Überraschung, dass ich einen weiblichen Charakter genommen habe. Ich dachte mir, wenn der Wolke einen männlichen Charakter nimmt, dann nehme ich mir einfach mal einen weiblichen Charakter, um beides fortzuführen. Und ja, genau. Wir haben uns schon vorher abgesprochen, das war alles ein abgekartetes Spiel. Ich bin natürlich der Nahkämpfer, Wolke ist der Fernkämpfer. So ergänzen wir uns ziemlich gut. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich gebe den Tipp, dieser Typ, der da gerade... Nee, nicht der. Diese beiden hier sind die ersten Quests. Und zwar müssen wir erstmal diesen Zonal Dell hier finden. Den können wir gleich mal ansprechen. Du kannst mal gleich beide Quests von den Leuten annehmen hier. May you never fall. Ja. Und dann wirst du gleich sehen, wir haben jetzt unser erstes Quest, da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich die gefunden habe, die beiden hier. Wo wir uns einen Drachen zählen sollen. Wollen wir uns denn einen Drachen holen, lieber Wolke? Ja, ja. Allerdings fände ich es ganz, ganz nett, wenn du mir, weiß nicht, kann man das ganze Interface hier auch auf Deutsch umstellen, oder? Ja, klar, das habe ich gemacht. Das musst du aber im Startmenü machen. Also du müsstest dich komplett nochmal auslocken und am Anfang kannst du, da gibt es so ein kleines Button, der ist zwar schon auf Deutsch gestellt, so ein kleines Viereck, wo eine Deutschlandflagge drin ist, okay. Aber die ist nicht auf Deutsch, also es gibt zwei verschiedene, es gibt einmal das Deutsch, das Deutsch-Deutsch und dann das Deutsch-Deutsch-Deutsch. Du wirst es sehen, wenn du auf die Flagge klickst. Okay, weiß ich nicht, soll ich erstmal auf Englisch weiterspielen oder soll wenn ich du möchtest, kannst du dich schnell, wenn du dich möchtest, kannst du dich auch schnell auslocken, dann tue ich meine Skills kurz alle aufwerten. Müsste okay, egal. Okay, dann mache ich das mal ja. Fix. Währenddessen kann ich meine Vermutung einstellen, die ich aber nicht bestätigen kann. Und zwar habe ich, wie ihr seht, Moment. Wie komme ich auf hier raus? B sieht man sich, du klickst einfach oben auf das rote Viereck. Anders kommst du nicht raus, glaube ich. Meine Lieblingsart, so. Spiele zu beenden. Einfach das rote Viereck. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn man stirbt, verliert man Geld. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, wir gehen mal hier rein. Ja. Moment, ne, wir gehen mal nicht hier rein. Wir machen mal C und tun uns mal unsere Skills aufwerten. Wir haben jetzt 9 Skillpunkte noch. ja, Stärke tut unsere Angriffe verstärken. Konstitution tut unsere HP und HP-Regeneration verstärken. Wildheit tut unseren Crit verstärken, den wir machen. Intelligenz tut unsere Abwehr verstärken. Fokus ist, glaube ich, die physische Art. Ne, das ist
denke ich mal. Also, da ich als Bogenschütze da ziemlich viel drin habe, denke ich mal, ist das so. Deine Trefferwahrscheinlichkeit wahrscheinlich. Trefferwahrscheinlichkeit und so eine Sachen. Ja, und Charisma und Drachen. Charisma und Drachen macht es dann einfach für die Drachen noch da, falls man mehr mit den Drachen machen möchte. Ich gehe natürlich bei mir auf Stärke und Konstitution. Ich glaube, ich gehe gleich am Anfang mal auf, ja, ich habe ja jetzt einen Zweitkämpfer, das heißt, ich gehe mal 2 Punkte auf Konstitution, da habe ich da 30 und dann gebe ich einfach mal komplett 7 Punkte für Stärke aus und bin damit auf 42. Ja. Ich spiele mit unglaublich, also wir spielen ja auf High-Grafik. Ich habe alles auf höchste Grafik umgestellt bei mir. Das muss man noch machen. Wolke, du spielst ungefähr auf halber Grafik am Anfang, falls du das umstellen willst. Man kann ja auch jede Person anlabern. Moment, jede Person anlabern. Hallo, was kann ich für euch tun? What can I do? What can I do? Ja. Hier war Essensausgabe. Ins Inventar kommt man, glaube ich, mit B. Genau, B ist das Inventar. Mit C kommt man auf seinen Charakter und dann kann man jetzt eventuell einfach mal den O-Ring auf... Genau. Mit Level 5 können wir dann unser Anfänger-Startpaket öffnen. Du bist doch gar nicht Level 5. Nee, du wirst ein Level 4 bist du doch dann Nacht. So, wir legen uns mal in die Resonanzkette an. Du bist Level 5, dann muss ich das noch schnell aufholen, weil wir wollen dasselbe Level haben. Wieso bist du Level... Ach nee, doch, ich bin Level 5, stimmt. Oh. Ich wollte gerade sagen, es ist... Dann öffnen wir unser Starterpaket und was haben wir? Wir haben... Achso, ich kann nochmal. Ihr könnt das nicht verwenden. Ach, mit Level 7 können wir nochmal. Und wir bekommen ein Milizenbreitschwert. Dann schauen wir mal, ob das hier besser als unseres ist. Ja, ist es auf jeden Fall. Dann tun wir das einfach mal austauschen. Flup. Oh, sieht sogar edler aus. Hui. So, wo ist der Wolke? Da ist er. Ja. Dann folgt mir mal, ich zeig dir einfach mal, wo es zum ersten Quest geht. Ich habe auch wirklich nur das erste Quest gemacht. Und das ist hier diese Drachenzähne, die du übersiehst. Und zwar diese kleinen Flugdinger da. Da siehst du, der reitet gerade auf den Drachen. Ja. Ah, okay. Wir suchen uns einfach mal ein und dann besteigen wir ihn. Wir besteigen ihn. Eigentlich sind hier mehrere Drachen. Wo sind die alle? Weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier so ein Rotschnabel... Oh. Einfach angreifen, die Monster hier in dem Gebiet sind viel zu schwach, die kriegst du mit ein paar Schlägen tot. Die gelben greifen dich nicht sofort an, die roten greifen sich sofort an. Kannst vielleicht mal so 1-2 Level aufsteigen. Alles in allem versuchen wir auf demselben Level ungefähr zu bleiben, das wird sich, wie ich das jetzt mittlerweile erfahren habe, in dem Spiel schlecht machen lassen. Da man hier wirklich vollkommen unterschiedlich leveln kann. Gucken wir mal zu, wie er eine Zombiefrau besiegt. Natürlich springt sie genau da weg. Egal. Wenn du den Loot von der Frau haben willst, dann drück F. Und dann nochmal F, dann kriegst du alles auf einmal. Okay, die hatte jetzt nur Knochen bei sich. Ah, guck mal, Drachen sind da. War ja auch nur noch Haut und Knochen. Du tust ihn einfach, du siehst unten in deiner Skillleiste auf den sechsten Kombo-Skill hast du Drachenzähne. Ja, und dann, ihr seht das schon hier, man muss hier mit den ACB oder mit den Pfeiltasten, je nachdem. Mit den Pfeiltasten muss man hier dafür sorgen, durch mehrmaliges Klicken, dass man in dem Bereich bleibt und den Drachen zähmen kann. Und tata, ich habe einen Drachen. Und lieber Wolke, guck mal, ich flieg dir was davon. Hui! Siehst du mich? Der Typ, der fliegt? Ja. Wo bist denn du? So. Ach, da unten. Sturzflug! Ach, du hast auch schon einen. Ja. Ja, man kann mit den Drachen nicht allzu hoch fliegen. Hier ungefähr ist die Obergrenze. Und umso länger man auf dem Drachen bleibt, umso tiefer sinkt er irgendwann. Habe ich mitbekommen. Dadurch bin ich schon mal gestorben, als ich in eine Schlucht reingeflogen bin und nicht mehr rauskam. Ja, dann musst du wieder Leertaste drücken zum Steigen, glaube ich. Ja, aber es geht nicht immer. Ja. Ja, mit Erschöpfung und so. Hier oben sieht man die Skills, die Drachen einem geben. Ja, komm, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Ja. Wenn du absteigen willst, drückst du einfach die normale Absteigtaste in Games. Ja, geht gerade schon. Hä, wieso kann ich nicht absteigen? Hä? Tab musst du drücken. Mach ich ja gerade, aber es geht irgendwie nicht. Jetzt geht's. Also,
Irgendwie sollen die Viecher dann später mit einem sogar noch kämpfen können, aber momentan geht's gerade nicht. Keine Ahnung warum, vielleicht muss man da stärker werden, dass die Drachen mit einem kämpfen. Ja. Das war's eigentlich, was ich bis jetzt herausgefunden habe. Wo bist du? Okay, okay, ich hatte dich schon wieder verloren. Ich bin am Tor, ich warte auf dich gerade. Okay, dann komm ich jetzt zum Tor. Ja, beschwören tut man die Drachen natürlich auch mit Tab und dann können wir ja die Drachen einfach reiten, dann verlieren wir uns nicht. Mein Graf, du kannst deinen Drachen angreifen lassen, indem du den mit Alt F1 rufst. Ach so? Mit Tab steigst du auf und mit Alt F1 kannst du den einfach nur rufen. Pass auf, ich zeig dir das mal. Ach cool, ich hab ihn. Genau. Das ist ja geil. Jetzt kann ich mit F1 angreifen lassen. Hier, guck. Jetzt greift er an. Nee, einfach angreifen, der macht das dann automatisch. Das ist ja geil, da levelt er wahrscheinlich mit der Drache. Siehst du, das habe ich gestern nicht rausgefunden auf die Schnelle. Also auf jeden Fall geht's dadurch wesentlich schneller. Ah, ich habe mich schon gewundert, warum ich gegen die Level 10 Monster nicht ankam. Ja, wie sieht's aus? Willst du jetzt hier draußen farmen oder wollen wir lieber erstmal drinnen uns die Quests So, ich bin jetzt Level 6. Ich noch nicht. Ja, dann ich habe gar nicht auf Level 6 noch. Ja, ich habe gar nicht, ich habe nur erklärt die ganze Zeit. Ja, deswegen gehst du noch fix auf Level 6 und dann bin ich gerade. Ich guck nur gerade was an, weil mit K war das, gell? Genau, ich müsste theoretisch einen neuen Angriff. Genau, Klingensturm. Das ist mein neuer Angriff, finde ich ziemlich geil. Macht mega Damage. Ja, dann habe ich mir das mal ausgerüstet auf die 2 und dann leg mal los und ich bin Level 6, ja genau. Dann kann ich mir noch kurz ein paar und E-Dinger habe ich noch gar nicht genutzt hier, fällt mir gerade so auf. Ich tu mal meinen Drachen einfach ein bisschen skillen hier, den also ich muss hier, oh. Ich krieg aus Versehen die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Viecher an. Deswegen ja, renn einmal weg, die verfolgen dich nur eine Weile. So. So. Jetzt wollte ich hier auch einen neuen Skill bekommen durch Level 6. Das war ja, ich nehme... Aha, dummes Vieh. Klingensturm! Ah, okay, guck mal, ich kann dich jetzt schon heilen. Du kannst heilen? Das ist ja geil, mach mal. Ich kann eine Quelle positive Energie heilen, befindete Ziele für 29 HP. Warte ganz kurz, ich will mir ganz kurz... Ich füge mir mal ganz kurz Schaden zu. So, hier nicht mal. Hilfe, ich sterbe! Nein! Das dauert ja, dann musst du mal zu mir kommen hier. Oh mein Gott! Nein! Ich kann. Ah, cool! Das war mein Special Effekt, hast du gesehen? Hm? Ne, ich kann hier verschiedene. Ich kann, je nachdem wie oft ich klicke mit der Maus und so eine Sachen, ist eigentlich ganz cool so gemacht. Na, ich hab. Nee, du kannst es auch unten auf die Tasten legen. Sie sind alle leer bei dir. Siehst du das? Du kannst ja auch. Gehst einfach auf K. Und dann hast du da oben erstmal deine allgemeinen Skills. Dann klickst du auf die Lupe. Und das sind deine aktiven Skills. Und die kannst du dir runterziehen auf deine. Auf die Leiste, weißt du? Ja, stimmt. Pass auf, das ist gut. Ja, ich weiß, ich hab ihn gerade ein bisschen. Oh, sind gleich zwei. Oh mein Gott, wie schwer. Ich habe auch später eine Selbstheilung, also ich erlerne meine Heilung auf dem nächsten Level dann. Na los, komm, dann lass mal die Zuschauer mal nicht warten und gehen wir mal zum nächsten Quest. Oh, guck mal, der Drache ist geil, hä? Oh ja. Also es gibt hier sehr seltene Drachen und die seltensten Drachen findet man halt in sehr schwierigen Dungeons dann. Na dann, lass uns mal... Hier das Quest von der freien Uman würde ich einfach mal annehmen. Nerrymare, vielen Dank, dass ihr die Monster aus unserem Dorf vertrieben habt. Würdet ihr euch vielleicht etwas ausmachen, mit mir auf die Jagd zu gehen? Die Erschöpften müssen wieder zu Kräften kommen, damit wir den Kampf gegen die Zombies im Nordlandwald fortsetzen können. Ich werde sie ablenken, während ihr Rattensteaks und Austria-Kleber von Schnapperratten und Rosenschnabel-Austriaks besorgt. Wenn ihr eure Arbeit im Nordlandwald erledigt habt, treffen wir uns wieder in Helmut. Ja, das würde ich einfach mal annehmen, das ist ja nichts Besonderes. Und dann können wir uns ja noch, wir können uns ja... Aber weißt du was, wir ziehen ja mal durch die Dorf. Wolke-LP? Wolke-LP? Ja, ja. Wir ziehen ja mal durchs Dorf und nehmen alle Quests an, die wir hier finden.
weil man kann ziemlich viele Quests gleichzeitig haben. Bis dahin! Raus. Wir treffen uns am Tor dann einfach. Habt ihr nicht das Dorf gerettet? Es freut mich, euch kennenzulernen. Um die Untoten davon abzuhalten, das Virus immer weiter zu verbreiten, müssen wir uns nun noch um die Zombies außerhalb des Dorfs kümmern. Larrymer, bitte helft uns und nutzt eure speziellen Osria-Fähigkeiten, um den sterbenden Zombies den Rest zu geben. Keiner hier ist ihnen gewachsen und sie sind eine wahre Pest im Nordlandwald. Reglose Zombies töten! Jawoll! Was haben wir hier? Transportmeister, was bist du? Ah, hier können wir Dinger transportieren, okay. Das brauchen wir natürlich erstmal noch nicht. Und wir kommen jetzt hier zu dem Typen, weil wir hier den Drachen gezähmt haben und kriegen dafür erstmal 36 Gold. Dankeschön! Was bist du? Nach dem Zombie-Angriff haben wir hohe Verluste zu beklagen. Der größte ist natürlich der Verlust der vielen Leben. Die Drachengötter stellen uns auf die Probe. Die Überlebenden müssen irgendwie ein neues Leben beginnen und, nun ja, weiterleben. Auch wenn das momentan vielen sicher unmöglich vorkommt. Wir haben bereits Beamte ausgesandt, die Überlebenden im Dorf zählen sollen. Es stellt sich allerdings heraus, dass sie als Seelsorger vor Ort bleiben müssen. Könnt ihr vielleicht die Überlebenden-Meldeformulare von ihnen einsammeln und sie mir bringen? Ja, das kann man natürlich auch machen. So, da ist einer Level 98 und das ist mal richtig krasses Level. Da seht ihr, was wir hier auf jeden Fall noch zu tun haben. Ich habe es nach einer halben Stunde Spiel auf Level 10 geschafft und dann war es schon mega schwer aufzuleveln. So, alte Jenny, meine Schafe haben sich furchtbar erschrocken und sind davongelaufen. Ich brauche jemanden, der sie mir zurückbringt. Würdet ihr das tun? Ich habe hier etwas Vanillearoma, das sollte euch dabei helfen. Geht langsam mit ihnen mit. Wenn ihr euch zu weit entfernt, werden sie den Geruch mit euch nicht mehr wahrnehmen und euch nicht folgen. Ihr könnt immer nur ein Schaf gleichzeitig herführen. Okay. Ja. Ich habe jetzt 5 Quests, wie wärst du? Ich habe, glaube ich, 2, 3. Okay. Ja, also du stürzt nicht, dass ich hier das alles vorlese, oder? Für die Zuschauer so. Ansonsten können wir es auch so machen, dass sie das selbst vorlesen. Mir ist das egal. Ich war nämlich auch gerade bei dieser Schafsquest hier hinten. Ja, ich guck gerade mal, wie ich das machen soll. Ich muss wahrscheinlich irgendwie im Inventar... Das wollte ich nämlich auch gerade schauen. Kann man das nicht irgendwie... Also ich guck gerade, wie ich im Inventar so aussehe. Das... Ah, okay, man kann mit Rechtsklick kann man... du kannst ja mal C und B klicken. Dann kommst du einmal in dein Inventar und einmal in dein Charakterding. Und wenn du dann mit Rechtsklick auf eins dieser Dinger klickst, dann kannst du einfach so die Waffen switchen lassen. Und die Waffe ist sogar noch besser. Beschützer Langbogen, okay, ich kann also... Ah ne, kann ich nicht. Warte mal, kann ich den Langbogen geben? Das wäre cool. Was hast du jetzt gehabt mit Waffen switchen? Also du kannst jetzt zum Beispiel, du hast da bestimmt irgendeine Halskette in deinem Inventar, oder? Mhm. Wenn du damit linksklick draufklickst, dann tut die automatisch auf deinen Charakter switchen und damit bist du ausgerüstet dann. Achso, ja gut, das ist schon... Aber ich überlege gerade, weil ich habe hier einen ziemlich geilen Bogen für dich. Aber ich weiß nicht, ob ich den dir geben kann, einfach so. Da müssen wir mal schauen, ich hebe ihn auf jeden Fall auf und schmeiße ihn nicht weg. Wie gütig von mir, gell? Genau. Ich weiß, wie hat uns doch hier... Hören so eine... Ach, guck mal, wenn wir auf Marktplatz-Rucksack gehen... Dann haben wir sogar einen Meister-Erfahrungstrank bekommen, der uns einen Tag lang 20 Bonus-XP bringt, Prozent. Ja, genau, den habe ich auch gerade gesehen. Ich wollte jetzt nur mal diesen blöden Trank von dieser komischen Jenny, die der uns da eigentlich... Ja, suche ich auch gerade. Dieses komische Vanille-Aroma. Ich finde den irgendwie nicht. Hä? Ich finde das irgendwie nicht... Vanille-Aroma. Sollen wir da jetzt erst noch Vanille-Aroma holen, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich muss ja die... Ah, ich hab's hinbekommen. Okay, du musst die Frau anquatschen. Ja, sowas ähnliches habe ich auch verstanden. Dann wird die Vanille-Aroma angeheftet. Dann musst du ganz nah an Schaf ran und dann zum Gatter laufen. Hier, ich hab das erste schon im Schlepptau. Ach so, ich muss sagen, versprühe bitte App. Ah, okay, alles klar. Ja, dann machen wir das mal. Da musst du natürlich auch erst drauf kommen. Ich dachte, normalerweise denkst du mir so... Ja, komm. Ich dachte, die hat uns hier irgendein Gesäff oder so in die Hand gedrückt und fertig, aber... Okay. Okay, die folgen dir auch eine ganz schön lange Reichweite.
Ich sehe hier Wolke mit dem Schatten. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man sich immer wieder neu einsprühen lassen muss, oder? So wie es aussieht schon. Ja, die bedankt sich dann aber fürs erste Schaf, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Ja, was hier ziemlich geil ist, der Wolke spielt ja öfter. Hallo? Hallo, ich hab doch. Hallo, ihr habt auch Vanille-Aroma, komm mit! Aber du sitzt auf dem Drachen. Ich sitze auf meinem Drachen? Ne, tu ich nicht. Ach ne, war's gar nicht du, was du, ich dachte, du bist. Was ziemlich wichtig ist, der Wolke hat mit mir zum Beispiel. Guck mal, wie viele Leute hier Schafe reinführen, das ist übelst geil. Der Wolke hat zum Beispiel so eine absolute Phobie da mit diesen, mache das in gewisser Anzahl oder bringe mir viele davon oder töte das da. Das ist bei diesem Spiel ziemlich geil. Komm her. Soweit ich das mitgekriegt habe, bekommt man nämlich hier für erfolgreiche Quests in großer Anzahl irgendwann mal Medaillen geschenkt. Also nicht für jedes Quest, aber für, das weiß man vorher nicht, da kriegt man immer Medaillen. Und die geben einem dann Bonuserfahrungen und sowas dazu, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist ziemlich geil gemacht für Leute, die irgendwann keinen Bock mehr haben auf das ganze Zeug. Ja, okay, du musst das wirklich jedes Mal hinrennen. Ich hab's auch gerade mal probiert. Ja, bei mir hat es gerade irgendwie das Spiel beendet. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht öfters vor. Das wäre sonst ziemlich nervig. Ja. Aber ich. Also ich würde an deiner Stelle auch aufpassen, gell, dass du hier die Schlucht nicht runterfällst, dann bist du tot. Es gibt ja wirklich, wenn du. Oh, wenn das Schaf dich nicht mal verfolgt, musst du dann mal zurücklaufen, ey. Aber du kriegst eine Meldung, wenn es dich nicht mal verfolgt. Das ist. Schon mal sehr gut. Du gibst, also wenn du hier irgendwo runterfällst, zu tief stirbst du auch, du kriegst auch Fallschaden. Okay, ja gut, damit habe ich eigentlich fast schon gerechnet. Ich habe es nämlich mal ausprobiert, ob man da stirbt und ja, ich bin gestorben. War sehr lustig. Yeah, tot. Nein. Och man, diese Schafe sind einfach nervig. Dieses eine Schaf auf der Klippe, ey, das ist echt mega langsam. Ist viel zu hektisch. Jetzt viel zu schnell weg. Ich bin eine Frau, ich bin hektisch. Nichts gegen Frauen jetzt aber. Sehr schön. Frauenfeindlichkeit. An. Hast du was gegen Frauen? Natürlich. Ich was auch sonst. So. Mal zurückrennen. Die anderen Schafe sind übelst schnell. Das auf der Klippe ist mega langsam gewesen. Keine Ahnung warum. Hallo Jenny. Einmal schön hier Vanillespray. Siehst du nur den Wolke hier vorbeilatschen? Mit seinem. Ich muss sagen, sein blaues Outfit ist schon ein bisschen seltsam. Sieht komisch aus irgendwie. Was great to see you. Ja, Das Problem war, ich wollte mich eigentlich so wie überall nennen, Wolke 125. Nein, das ging um dich. Fast... Ja, ich wollte mich auch Neverguest nennen, da habe ich gelesen, Neverguest LP gibt es schon. Da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass jemand meinen Namen im Spiel genommen hat. Weil Neverguest ja, war auch der Punkt bei mir, Wolke 125, ja, eigentlich nicht so oft vertreten. Der Punkt war einfach nur, ich habe die Nachricht völlig falsch verstanden, weil erst konnte ich mich gar nicht so, konnte ich meinen Charakter nicht akzeptieren. Und ich hatte so eine, ich sag mal, spezielle Rüstung, die sah richtig geil aus. Und hab die Nachricht falsch verstanden und dachte, es liegt an meiner Rüstung, dass ich mich nicht, dass ich den Charakter nicht erstellen kann. Ja. Dadurch habe ich dann einfach nur gesagt, hier, gib mir eine blaue Rüstung, fertig. Und da ging's dann. Da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hier ewig, ewig da rumprobiere, lockst dich jetzt einfach fix ein, machst den Mist und fertig. Ja, das Schaf, wo du gerade bist, das ist mega langsam, wirst du gleich sehen. Siehst du das? Das war das allererste Schaf, was ich auch mitgenommen hab. Du bist viel zu weit weg. Sag ich doch. Aber es ist cool, dass man kann schon Doppelquests annehmen. Ich frag mich, wie man das machen kann mit den Doppelquests. Ich guck mal kurz rum, ob ich irgendwo Doppelquests annehmen kann. Während du hier noch Schafe züchtest. Wenn es überhaupt irgendwo eins gibt. Meinst du jetzt mit Doppelquest? Na, es soll doch, ich habe doch den einen Typen gefragt, der sagte, man kann hier Quests auch für 3 oder 5 Leute annehmen, sodass wir wirklich auch beide Erfahrung kriegen, wenn wir was machen.
Aber vielleicht gibt es die hier in der Stadt noch nicht, dass wir da erst ein bisschen vorwärts kommen müssen. Ja, das kann natürlich sein. Deswegen gucke ich gerade mal. Aber ich glaube, das sind alles Anfangsquests. Oh. Ich habe mir gerade noch eins geholt. Ich guck mal, ob hier irgendwo noch Quests sind. Ah, hier sind... Die Landschaft ist ganz schön schnell. Ja, sie sage ich doch, gell? Der eine ist ziemlich... Dorfbeamte, hallöchen. Ah ja, hier ist es, okay. It's hot. Okay, ich habe das Dorfbeantwortungsformular. Tada! Ich werde einfach mal ein bisschen weiter. Ja. So. Ich habe solche Volkszählungen, überlebenden Meldeformular, dann habe ich noch Rattensteaks 3, Obsiakleber 3, ungeregistrierte, ja, die Volkszählung... Ortswechselpunkt. Oh, hier liegt ein toter Drache. Ach, das ist eine Quest, alles klar. Echt ein toter Drache? Elder Dragons be with you. Untersucht den verletzten Drachen. Interaktion. Weitere Anweisungen. Oh, das habe ich. Ach, das habe ich das nicht gelesen. Warte mal. Ah. Okay, F, Suche. Verletzter Himmelsdrache. Boah, das war ja wirklich schwer. Gut gemacht. Seltene Drachen oder solche, die im Level deutlich höher liegen als eure, sind viel schwerer zu zähmen. Eure Drachenenergie wird dann schneller abnehmen und ihr müsst eine besondere Technik verwenden, um eure Balance wiederzufinden. Dafür drückt einfach den Zentrum des Minigames erscheinenden Buchstaben 5-mal hintereinander. Beachtet noch, dass euch ein Drache auch mal abwerfen könnte, während ihr versucht, ihn zu zähmen. Wenn das der Fall ist, wartet, bis eure Drachenenergie wieder aufgefüllt ist, steigt auf. Versucht es einfach nochmal. Na klar, machen wir. Ja, und ich würde sagen, wollen wir eine gewisse Geldmenge erstmal sammeln, bevor wir weitermachen? Ich habe hier, ja, ich habe jetzt hier auch einen Haufen Quest erstmal. Also ich sehe zum Beispiel jetzt 4 reglose Du kannst mal auf C drücken und dann über deinen Charakter auf deine Währung gehen. Was steht denn da für Gold bei dir? Über meinen Charakter auf Währung? Ja, da hast du ganz links am Rand so kleine Icons. Das zweite ist die Währung. Ach hier, Währung, alles klar. Ja, ich habe jetzt 301. Ja, so viel habe ich auch. Wollen wir bis 500 erstmal hier kurz die Quests machen? Dass wir uns auch ein bisschen was kaufen können? Ja. Aber ich habe das... Ich habe dieses Volkszählungsformular gerade geholt, aber bekomm's irgendwie. Raff ich nicht. Okay, ich tu erstmal ein paar Ratten erledigen. Alt F1, Drache her und dann erledigen wir mal von diesen Ratten hier ein paar. Von Ostriax müssen wir, glaube ich, auch killen. Genau. Also es wird nicht immer möglich sein, dass wir alles komplett zusammen machen, so wie ihr das seht. Aber wir versuchen eigentlich immer zusammen zu bleiben, dasselbe Level aufrecht zu halten. Genau. So. Wo sind jetzt hier? So. Falls euch wundert, was ich immer so schnell wegklicke, drücke immer Doppel-F und dann habe ich alles, was im... Also ihr werdet gleich... Warte mal, kann ich den gerade plündern? Ah, okay, Zombies muss man nochmal extra durchsuchen. Um da was zu finden. Das, ach. Okay, draußen liegen tote Zombies. Kannst du dir mal merken. Und die kannst du durchsuchen und da findest du vielleicht auch was. So, hier seht ihr jetzt hier, ich klicke F für Beute. Und hier unten steht F für alles nehmen und dann habe ich alles. Flup. Und jetzt so, durchsuchen wir mal die Zombies hier. Ich glaube, das ist sogar ein Quest, regungslose Zombies durchsuchen. Ja, stimmt, da steht's. Ah, wo ist hier noch einer? Ah, und hier ist ein Schnapperratte, sehr schön. Also ich habe jetzt 2 von 3 Rattensteaks. Ich suche noch Zombies gerade. Also mein Internet spinnt zurzeit eh ein bisschen und deswegen habe ich hier ab und zu mal... Ja, das ist ja ganz okay. Du nimmst ja nicht persönlich auf, von daher ist das jetzt nicht so tragisch. Nee, aber
weiß ich. Ah, okay, der Drache, sehe ich gerade, kann nur eine bestimmte Zeit draußen bleiben. Da muss er sich erstmal wieder regenerieren, alles klar. Ach so, das ist wahrscheinlich die Drachenkraft, die man auch skillen kann, damit er länger draußen bleibt oder auch länger fliegen kann. Genau. Weil einige haben den Drachen ja wirklich ziemlich lang draußen gehabt, habe ich gesehen. So, die leben beide noch. Hui! Irgendwie ist auch gerade meine Musik alle gegangen. Ach, ich wollte sowieso mal die, Die Musik ist alle gegangen. Ja, die ist irgendwie weg, die Musik. Ich wollte sowieso mal ganz kurz, im System... Systemeinstellungen, ich... Audio-Optionen, genau. Gesamtlautstärke, Audio, Soundeffekte... Ja, das ist eigentlich okay, okay, gut. Dann machen wir weiter. Ich habe ein Quest. Registriert ein Ortswechselpunkt. Was ist denn ein Ortswechselpunkt? Das ist eine gute Frage, aber... Und Rattensteaks brauche ich noch. Ich habe hier einen Attributsstein gefunden. Für... Ah. Level 5 bis Level 30. Was macht der? Ich komme mir gerade ein bisschen schlecht vor, weißt du? Ich habe gestern hier erstmal eine halbe Stunde, das ist nicht wirklich viel. Und dann kommt der Wolki an und erklärt mir erstmal ein paar Dinge und ich so, ich habe mich extra informiert. Müssen wir vielleicht geht, um den Attributstein zu benutzen und links klickt dann auf das Ausrüstungsteil, das ihr transformieren wollt. Nach der Transformierung werden alle Attribute und Werte der Ausrüstung gelöscht und Fokus wird hinzugefügt. Ja gut, okay, das, Ah, cool! Ich habe jetzt das zweite Mal auf das Paket geklickt, wenn wir Level 7 sind, und da habe ich jetzt eine coole Kette erhalten, die sogar stärker ist als meine. Ach ja, stimmt, das Paket kann ich auch mal finden. Ja, sieht super. Dann habe ich jetzt insgesamt schon 3 neue Ausrüstungsgegenstände. Ich guck mal, was ich noch habe. Ich habe noch den Bogen für dich, den ich aufhebe. Ich habe Überlebensmeldeformular. Ich habe das doch, willst du mich verarschen? Wie kann ich das dem Typen nicht geben? Roh, Beschwörungskugel. Nur eine Kette drin, alles klar. Wir konnten aber auch irgendwo sortieren, genau, sortieren. Beschwörungsschutz, wohlwollend. Kann ich nicht ausrüsten, okay? Tja. Ah, die Musik kommt wieder. Ich brauche noch einen reglosen Zombie. Komm mal her, du willst doch reglos sein, oder? Skill erhalten. Neuen Skill erhalten. Blitzexplosion. Na also, da habe ich den Zombie gemacht. Reisedienste und ich brauche ich brauche 4 Meldeformulare. Jetzt habe ich das gerafft. Man müsste natürlich auch die Chatbeschreibung, die Zombie-Beschreibung lesen. Da kommt her. Hui! Chim 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 chim. So, guck mal selbst kurz, ob ich noch einen neuen Skill erlernt habe. Waghalsiges Stürmen. Nein, als nächstes lernen wir die Sichelwelle. Das weiß ich noch. Ist schon ziemlich blöd, hier draußen stehen zu bleiben und sich von dem Zombie killen zu lassen die ganze Zeit. Bisschen. So. Gehen wir mal nach drinnen. Und... erfüllen wir unsere ganzen Quests. So, erstes erfüllt, kriegen wir gleich ein nächstes. Dandy Mortz ist schwer verletzt und es ist vernünftiger, dass er nicht mit euch geht. Ich werde hier bleiben und sicherstellen, dass er seine Füße stillhält. Bitte geht zum Wasserfall im Nordlandwald und bekämpft dort die 3 Zombie-Manipulatoren, die die Untoten steuern. Ihr seid unsere einzigste Hoffnung, denn die anderen Jäger werden gebraucht, außerhalb des Waldes Wache zu halten. Weicht den Untoten aus und konzentriert euch auf die Zombie-Manipulatoren. Ich warte hier auf euch. Das sagst du bestimmt zu jedem Mädchen, das vorbeikommt. So. Danke dafür, dass ihr... Das wären mir... Danke dafür, das wären wir nur ohne euch. Übrigens wurden die kranken Tiere, die ihr beseitigt habt, von Zombie-Bissen infiziert. Passt beim Kämpfen auf, dass euch nicht dasselbe Schicksal widerfährt. Ach, weißt du, ich bin da so ziemlich immun gegen. Ich bin einfach ein toller Kerl, Mädel. übrigens auf der Karte werden Quest-Orte mit Punkten markiert. So gelb-rot oder so. Auf der kleinen Minimap, die du da unten siehst.
Wie ziehe ich mir jetzt auch mal größer? Es hat mich letztens schon gestört, dass ich zu klein war. Ich finde die nämlich recht hilfreich. Überlebende Meldeformular. Dankeschön. Ja, und die Meldeformulare findest du an den Fragezeichenorten, habe ich gerade gemerkt. Wie komme ich denn jetzt da zu dem Ort? Ich glaube, wir rufen mal kurz unseren Drachen. Und fliegen einfach mal dahin. Ach, du kannst sogar auf dem Drachen interagieren, das ist natürlich auch geil. Okay, wo sagtest du, liegen Zombies? Die liegen draußen vorm Tor. Da ist, wo die Schlacht stattgefunden hat. Da, wo wir immer rausgehen? Oder? Ja, genau da, genau da. So. Okay, das ist ein schweres Leben. Weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber... Juhu! Und da... Ach, jetzt ist er da hinten auf einmal. Basierend auf diesen Zahlen können wir weitere Vorkehrungen treffen. Danke, dass ihr die Formulare eingesammelt habt. Wir brauchen übrigens immer helfende Hände, also wenn ihr Zeit habt... Na klar, warum nicht? So, okay. Offenes Quest haben wir nicht, aber da haben wir ein Fragezeichen. Ah, das ist der Typ. Okay. Jetzt haben wir noch drei, und zwar müssen wir die Wurzel des Übels machen. Wir müssen Zombie-Manipulatoren killen. Die machen wir erst, wenn der Wolke da ist. Da gehen wir mit ihm gemeinsam hin. Drache? Ja, ich beeile mich da jetzt schnell wieder hinzukommen. So, und drauf mit dir. Also ich kämpfe eigentlich erstmal ohne Drachen, das ist ganz cool. Noch geht's, das wird eine Weile, wird ein Stück dauern, bis wir die Drachen brauchen. Ich habe ja schon ein bisschen vorgespielt gehabt. Wir werden recht schnell in ein Gebiet kommen, wo die Monster Level 10 und 11 sind, da wird es dann schwierig. Ich brauche Rattensteaks, wo sind denn diese Ratten? Sind überall nur Zombies? Rattensteaks, die sind da, wo wir die Drachen gefangen haben. Da. Ah. Da laufen irgendwelche Obstiras, Ratten oder wie die heißen. Hm? Kann sich einfach ein bisschen niedermetzeln und dann. Ratten! Ratten! Ich ratz nicht, er raff's nicht. Hahaha, ha, ha, witzig. Okay. Reizt es nicht. Kennst du Ratio Farm? Oh mein Gott, ey. Ich muss sagen, ich habe ewig auf Let's Play mit Wolke wieder gewartet. Ich habe es ewig herbeigesehen, weil die einfach die geilsten sind, ey. Mit Wolke zu Let's Playen. Laut einfach nur Scheiße, das am laufenden Band. Also wir beide. Ja, aber hier sind keine Ratten. Die sind wahrscheinlich gerade am Respawn, alle. Du kannst die Türkisdrachen übrigens auch töten, ne? Die geben auch Punkte. Okay, ja, wo sind denn jetzt diese blöden Zombies hier? Ich frage gar nicht erst, warum so ein Drache eine Rüstung bei sich hat. Ah, eine Ratte! Eine Schnappratte! Fast wie eine Schrabracke. Welche Typen auf dem Boden einfach und chillen hier. Da hinten ist noch eine. Blöden Namen, Zombies. Hua! Namen Zombie, regloser Zombie. Ich sehe keinen reglosen Zombie. So, und damit habe ich. Na egal, damit habe ich auch das Quest erledigt. Okay. So, das war knapp. Ich wäre fast von einem Zombie gebissen worden. Danke, dass ihr die Nahrung besorgt habt. Ihr seid geschickter als alle unsere Jäger. Und dabei bin ich gerade erstmal neu hier. Oh, habe ich jetzt das Quest erledigt? Ey, was ich hier wieder alles finde. Ach so, ich habe nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht genug. Irgendwas zum übelsten Berauschen oder so. Ich habe nicht genug Platz im Rucksack, okay. Wenn du was verkaufen willst im Rucksack, dann geh, wenn du reinkommst. War das hier? Ah ne, Quatsch. Du weißt doch, wo du dein erstes Quest erledigt hast, gell? Und da, wenn du runtergehst, an der rechten Seite ist der Waffenhändler. Da kannst du dein Zeug auch verkaufen. Okay, ich werde, glaube ich, gleich ein paar Sachen. Du findest mich.
Ich kann dir auch, wenn du in meine Nähe kommst, kann ich dir auch eine Freundschaftseinladung, glaube ich, senden. Ach, und dann können wir wahrscheinlich Doppelquests machen. Das kann natürlich auch sein, ne? Ja. Ey, ich komme hier total verarscht vor. Ich finde keine reglosen Zombies, finde hier nur Narben-Zombies. Ne, die reglosen, die liegen auf dem Boden, die sind tot. Ja, ich sehe hier nirgendwo. Du musst, wenn du rausgehst, nach links, nach rechts. Ich verkaufe mal deinen Bogen jetzt doch. Obwohl, nee, den mach ich noch nicht. Wenn wir jetzt gleich das mit den Freundschaft ausprobieren. Moment. Mann. Nee, ich bin eine Frau. Toll, schmieriges Fett. Was will ich mit schmierigem Fett? Das braucht doch keine Sau. Doch, das brauchst du noch fürs Quest. Nee, das kannst du verkaufen, glaube ich. Ja, kommen kannst. So, warte. Wenn ich aus dem Tor rausgehe, wo wir uns immer treffen, dann links. Genau. Ich verkaufe auch gleich gerade den ganzen Mist hier. Knochen und so ein Zeug brauche ich jetzt eh noch nicht. Einfacher Heiltrank kann ich mir mal runterpacken auf die Kuh. Ja. Okay, irgendwie. Und den Anfängerschutz packe ich mir mal auf die E, den kann ich nämlich dann immer aktivieren. Okay. Kann ich mir was kaufen? Ich habe jetzt wie viel Gold? Ich habe 500 habe ich fast. Ich sehe nur lebende Zombies, dafür aber am Boden liegende Kämpfer. Ja, da müssen irgendwo auch ja, keine Ahnung. Registriere dich an einem Ortswechselpunkt. Wo soll ich das machen? Erstmal gehe ich hierher und schließe das Quest ab. Dankeschön. Ey, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wo soll ich mich denn hier für einen Ortswechselpunkt registrieren? Mann. Gibt's den Zombie, verpiss dich. Meinst du, es gibt den Quest-Tagebuch irgendwo? Ah, okay, wenn du es aufs Quest draufklickst, dann kriegst du nochmal Informationen zu dem Quest. Hallo Narimer, euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin Mitglied der Organisation namens Wanderer. Ich möchte euch helfen, schneller von A nach B zu kommen und dafür bitten wir einen Dienst namens Ortswechsel an. Um diesen Skill zu lernen, solltet ihr euch registrieren. Begebt euch hierfür zum Transportmeister. Ach, deswegen ist der ein Fragezeichen. Ich habe mich schon gewundert, warum die ganze Zeit mit Fragezeichen leuchtet. Reisedienst. Ja, ihr seid Narimer. Ihr wollt euch den Ortswechseldienst registrieren, dann bestätigt dies, indem ihr das Quest beendet. Was ist nicht? Ich finde hier keinen Kill. Mann. Na, dann killen wir halt eben diese vergifteten Schnabelviecher hier. Ah, okay, fertig. Jetzt habe ich noch jetzt habe ich das Zombie-Manipulator-Quest und das ist wahrscheinlich auch das letzte, was es hier in der gibt und das führt uns aus der Stadt jetzt hier raus. Also seht schon, es geht ziemlich schnell, dass wir hier die ersten Quests erledigen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon spielen. Oh cool, ich habe Waffen gefunden. Da würde ich sagen, wir machen die Quests alle fertig, bis wir das Manipulator-Quest haben. Und dann rüsten wir uns aus und ziehen in die nächste Stadt. Mensch, ich finde hier ein paar Sachen. Ich habe jetzt schon irgendeine saugeile Hose hier. Also die ist auf jeden Fall viel, viel besser als meine eigentliche Hose. Ach, das höre ich öfters. Ich frage mich nicht, wie ich es mache, aber irgendwie... Ich habe jetzt gerade ein Schwert gekauft, ich hoffe mal, es ist besser als meins. Ja, ist es. Oh, klasse. Ich finde hier nur lebende Zombies. Stopp, du komisches Weib. Bessere Hosen habe ich auch schon. Fangerhalskette kann nicht verkauft werden, okay. So. Was habe ich noch so? Ich habe denn zwei reglose Zombies gekillt, ich verstehe es nicht. Oh, jetzt habe ich... Ich habe einen Drachensplitter gefunden. Was zur Hölle?
Drachensplitter, purer Drachensplitter für Gesundheit. Drachensplitter, Splitterenergie, HP 8 plus 8. Also die besten, die Helme gibt's erst ab 600 Gold, das ist ja assi. Okay, dann spare ich noch ein bisschen und kauf mir einen Helm dann. Obwohl, ich bin eine Frau, ich brauche keinen Helm. Was habe ich denn so jetzt hier so? Ohrringe habe ich noch nicht, ja, das ist typisch Frau. Erst auf die Ohrringe gucken. Mir fehlt, ja, dieses Zeug hier muss man übrigens wegmachen. Und dann müsste man eigentlich... Hey, wieso sehe ich jetzt nicht, was hier was ist? Das ist ja geil. Ich brauche einen Helm und du kannst hier, also ich habe hier gerade irgendeinen Drachensplitter gefunden. Ja. Der hat mir jetzt HP hat mir extra HP gegeben. Da kannst du so ein Menü aufrufen und dir da verschiedene, ich glaube bis zu 5 Dinger waren das jetzt, kannst du dir da 5 verschiedene Drachensplitter auf dieses Teil machen. Oh, jetzt habe ich noch einen gefunden. Oh mein Gott. Ich habe kein Buch verstanden, was du gerade gesagt hast. Drachensplitter kannst du drauf machen und mit Strong Z kannst du da so ein Menü öffnen. Strong Z. Ich habe doch keinen Drachensplitter. Ich suche dich jetzt gerade mal. Ich habe nämlich da was für dich gekauft. Ja, ich habe jetzt schon 2 gefunden. Das ist immer so mein Fluch und mein Segen. Auf der einen Seite ist es ganz geil, wenn man so viele Sachen findet, auf der anderen Seite Zombie-Manipulator. Wisst ihr, der regt sich auf, dass er Sachen findet, die kein Schwein hat, ne? Ich wette, wenn du den seltensten Drachen in diesem Spiel findest, oh, ist echt ein Fluch, ey, dass ich so viel finde. Bist denn du, Alter? Also bist du der Stand, du hast gerade das Zombie-Manipulator-Game angenommen, gell? Also ich finde das cool, was ich jetzt habe. Zombie-Manipulator gekillt. Weißt du, wo bist du hin? Priester, Halskette. Ich wollte reglose Zombies töten. 2 habe ich gefunden. Wo bist denn du? Ja. Pass auf, ich komme gleich wieder in die... Alter, ich mache ganz schön Damage jetzt. Mit den neuen Waffen. Stärke, kritische Heilungsmenge. Jetzt nehme ich doch gleich mal hier. Okay, ja. Nice. Ah, ich habe auch einen Drachensplitter gefunden jetzt. Ja, genau. Und jetzt drückst du Strong Z und dann Namen Zombie, Namen Zombie. Boah, hab ich da nur 2 reglose Zombies gekillt? Ich raff's einfach nicht. Ich hab nichts. Oh, ich wurde vom Server getrennt gerade. Huch! Ich logge mich kurz ein.